Fellow-Programm arbeite ich an einem Hochschullehrbuch über Offenheit als Herausforderung und auch als Chance für Organisationen. Es geht dabei auf der einen Seite um Dimensionen von Offenheit, also beispielsweise Transparenz oder Partizipation, aber auch um Phänomene der Offenheit, sowas wie Open-Source-Communities oder Open-Innovation-Projekte, aber halt auch Open-Science als Phänomen an sich. Ich würde sagen, es gibt eigentlich nicht eine offene Wissenschaft, sondern viele verschiedene offene Wissenschaften. Das unterscheidet sich möglicherweise ein wenig von Disziplin zu Disziplin. Für mich als Sozialwissenschaftler sind zum Beispiel Elemente wie Open Peer Review besonders interessant. Für andere Forscherinnen aus den Naturwissenschaften beispielsweise, denke ich, stehen Themen wie Open Data zum Beispiel mehr im Vordergrund. Hier im Fellow-Programm habe ich viele gleichgesinnte Jungwissenschaftler getroffen und es war so eine Art Experimentierraum, wo man auch mal ein wenig Offenheit wagen konnte und diese Erfahrung dann in die eigene Disziplin zurückzuführen. Ich würde vorschlagen, einfach mal über die eigene Forschung zu twittern oder einen eigenen Forschungsblog anzulegen. Da lernt man dann wirklich sehr schnell andere interessierte Wissenschaftler kennen, die man vielleicht vorher aus seiner engsten Community noch nicht kannte. In einem idealen Wissenschaftssystem würden Hochschulen vor allen Dingen in den Berufungskriterien Anreize für Open Science setzen, damit einfach mehr Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ermutigt werden, mit Offenheit zu experimentieren.